Elektrobornewasser, Licht, Kraft, Industrieanlagen. Ihr Energieeffizienzfachbetrieb für moderne Elektrotechnik. Mittwochabend, der FC Remscheid hätte beim ASV Wuppertal spielen sollen. Die Partie ist abgesagt worden und wie man so schön auf den T-Shirts lesen kann, der FC Remscheid ist zurück in der Landesliga. Also der Aufstieg ist perfekt gemacht worden. Glückwunsch, Jungs, Glückwunsch auch dem Trainerteam und Stenko, ja, es ist geschafft. Ja, es ist geschafft. Es ist zwar anders gelaufen, als wir uns was gedacht haben. Wir haben eigentlich gedacht, jetzt machen wir mal noch ein lockeres Spiel, wo wir alle von ausgegangen sind, dass wir natürlich gewinnen. Ja, so sieht's nämlich aus. So, wie geht's denn? Alles nach Plan gelaufen, so wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Die Truppe ist so, wie sie ist und die ist klasse, das kann ich Jana sagen. Ja. Also, man merkt, die Jungs haben richtig Spaß, ja. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, es war auch harte Arbeit für euch. Wir haben wirklich sehr hart gearbeitet die ganze Saison hin und wir haben wirklich das Ziel immer vor Augen gehabt, das wirklich zu schaffen, wo keiner dran geglaubt hat. Genau, und wenn man überlegt, auch eine sehr, sehr souveräne Saison gespielt, ne? Das kann uns keiner vorwerfen. Ich glaube, dass wir fast bei allen Spielen, vielleicht ein, zwei Ausnahmen, wo wir wirklich das Ganze geführt haben und ganz klar überlegen waren und dann dementsprechend die Punkte angefahren haben. Also das kann uns keiner vorwerfen. So, und ich gehe mal jetzt mal in die Meute rein. So, Nico, lauf jetzt nicht weg. Jetzt darfst du nicht weglaufen, ne? Also, Olli Kahn, aufgestiegen, was heißt das? Ja gut, sicherlich. Also, wir waren ja auch letztes Jahr mit dem FC Remscheid in einer ganz extremen Drucksituation. Als ich dann im Sommer gefragt wurde, du, Olli, willst du noch ein Jahr dranhängen? Habe ich gesagt, du, für die Bezirksliga packe ich aber nicht in meine Tasche. Aber als ich dann gesehen habe, was hier auch im Verein los ist, die ganzen Emotionen, die auch wieder hochgekocht sind, da habe ich, auch ich als ehemaliger Welttorhüter, mich dann nochmal hinterfragt, was kannst du in der kommenden Saison in der Bezirksliga nochmal für Weltklasse-Leistung abliefern? Ja, und dann war ich erst mal ein halbes Jahr verletzt. Also, spezielles Ding. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ferro, lauf nicht weg. Ferro, bleib hier. Das ist ja schlimm hier mit deinen Jungs. Ja. 26 Tore hast du schon? Willst du die 30 noch voll machen in der Saison? Also ich wollte heute unbedingt das Spiel noch absolvieren und ein paar Tore schießen, aber hat leider nicht geklappt. Aber trotzdem, danke an ASV, dass wir heute die Meisterschaft geholt haben. Und ja. Fühlt sich gut an, ne? Auf jeden Fall. Also wir sind Meister und das ist das Wichtigste. So, und ich zieh mal weiter. Wen haben wir denn sonst noch? Marius, bleib doch hier. Lauf doch nicht weg. Bleib doch hier. Marius, du hast mir vorhin erzählt, zum ersten Mal in deinem Leben aufgestiegen. Ja, sensationell am Küchentisch. Ich freue mich, riesig. Aber hättest du es auch gedacht, dass es nach der schwierigen letzten Saison, die am Abstieg geendet ist, dass es so gut dann enden würde? Absolut nicht. Ich hätte gedacht, wir spielen zwischen Platz 1 und 5 vielleicht locker mit, aber dass wir da so einen Durchmarsch machen, auf keinen Fall, echt nicht. Danke dir. So, ich gehe mal weiter. Wen haben wir denn noch? Von den Jungen, Stano, bleib mal her. Stano, dreh dich doch mal um. Bist neu dazugekommen, in Ronsdorf dich behauptet in den letzten Jahren. Wie war deine bisherige Saison beim FC Remscheid? Also ich muss sagen, es war fantastisch. Ich hätte kaum erwartet, dass wir aufsteigen, dass wir Erster werden. Natürlich bin ich hingekommen, um Erfahrungen zu sammeln, um für meine Stadt zu spielen. Und ja, und ich fühle mich auch unglaublich wohl und ich will auch in der kommenden Saison beim FC Remscheid spielen. Wenn natürlich auch die Rahmenbedingungen natürlich auch stimmen. Aber ja. Weiter Gas geben. So, und dann fliegender Wechsel. Harris, komm mal, Harris. Boah. Wir haben schon lange kein Interview mehr gemacht. Haben wir nicht mehr. Nee, schon lange nicht mehr. Kann nicht wahr sein. Ja. Dass du auf deine Tage nochmal einen Aufstieg miterlebst, tut gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich die Saison aufhören, aber ich glaube, jetzt packe ich noch ein Jahr dran. Und bin auch froh, dass ich ein bisschen was zum Aufstieg beitragen konnte. Aber nur ein bisschen, oder? War auf jeden Fall eine überschaubare Leistung. Ach doch, da sind ein paar sehr, sehr gute Spiele gemacht und jetzt hier noch gegen Würfel noch mal einen rausgehauen. Guck mal hier, dein Mittelfeldpartner, der kann uns doch zu uns stoßen, ja, der Marcel. Ich wollte dem halt zeigen, dass man auch wirklich mit wenig Laufarbeit gut spielen kann. Oh, das ist jetzt aber ein schlechtes Vorbild, oder Marcel? Wie war es für dich, erste Saison bei FC Remscheid bisher? Ach,
ganz ehrlich, kurz und knapp, Arschlecken. Wir sind aufgestiegen, alle haben hier Stöcke in der Eier. Fertig. So, also, Dankeschön. Warte kurz, hör mal, jetzt interview dich mal. Ja, komm. Wie geht's dir erstmal? Ich bin ein bisschen nass, weißt du, ein bisschen Sekt in den Haaren, aber sonst geht's mir gut. Wirst du uns mit deinem Kollegen auch nächstes Jahr so treu begleiten? Ja, haben wir in den letzten 6 Jahren gemacht. Also er sagt nein, ich sag ja. Ja, ja, also quasi alle Aufs und Aufs. Also ihr habt alle Ups in den letzten Jahren mitgemacht. Und jetzt erstmal wieder ein Auf. Erster Aufstieg mit dem FC Remscheid, den so. RS1 TV begleiten kann. Darf. Dann hoffen wir mal, dass diese Entwicklung sich auch so weiter fortsetzt. Okay? Dankeschön. Also, wie bandet man sowas? Wir haben ein neues Talent gefunden. Ja, du bedankst also wenn ich, auf, wenn ich aufhöre... Ey, Mann, was ist hier los? Ja. Ich glaube, wir sollten dem jetzt mal ein Ende setzen. Genau. Dankeschön, Harris. Ja, danke, liebe Zuschauer. So, wir sind nass, wir müssen uns ein bisschen wieder trockenlegen. Und ja, der FC Remscheid, der ist aufgestiegen. Achso, du wolltest ja noch den Achim nochmal reinholen. Ich habe eine ganz wichtige Seele vergessen. Was heißt vergessen? Vergessen ist er eigentlich nicht. Aber der wirklich das Ganze mitgetragen hat von Anfang an. Und ohne Achim geht gar nichts. Damit das jeder in Remscheid auch weiß. Ja? Die Seele des Vereins. Ja. Bedanke mich ganz herzlich. Nein, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, wir haben ganz schwere Zeiten durchgemacht und er hat es sich mehr als verdient, mal hier auch mit mir zusammen hier vor der Kamera zu stehen und ein paar Worte zu sagen. Es war wirklich eine schöne Zeit mit dir. Ich danke dir nochmal vielmals, das, was du menschlich da reingebracht hast und vor allem von deinem Einsatz her. Ja. Das ist begeisternd. Ja, gut. Ja, alles klar. Du hast letzte Saison, weiß ich noch, du hast noch geheult in Süchelen. Und jetzt kann man feiern, oder? Ja, jetzt kann man richtig feiern. Und ich bin stolz auf der Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke euch beiden. Also, der FC Remscheid ist aufgestiegen. So, ich versuche mir mal wieder ein bisschen trocken zu bekommen. Ja, und wir werden natürlich den FC Remscheid auch in den weiteren Spielen dieser Saison und in der neuen Saison begleiten.